Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute habe ich mal einen neuen Vlog für euch und es ist gerade Montagabend, was bedeutet, ich habe es tatsächlich geschafft, das Intro perfekt aufzunehmen und musste das nicht wieder am Ende machen. Und hier, wie ihr sehen könnt, steht das Mock vor mir, das filme ich jetzt gerade zum ersten Mal. Allerdings, wenn dieser Vlog rauskommt, habt ihr das Video dazu schon gesehen. Es sieht ganz, ganz toll aus und ich muss das Ganze heute noch definitiv fertig bauen, das ist sehr wichtig, weil ich morgen dann quasi zu der Drehlocation fahren werde, wo ich das ganze Video und die ganzen Bilder von diesem Mock abdrehen werde. Deswegen muss ich mich jetzt noch ein bisschen ranhalten. Es sieht schon relativ gut aus. Ich meine, es ist ziemlich cool schon. Ich habe Minifiguren platziert und alles sowas. Ich weiß, es ist nicht perfekt und es ist mein erstes großes Mock. Und dafür finde ich, ist es schon ziemlich gut. Also, ich bin ein bisschen stolz drauf und das denke ich, darf ich auch sein und ich freue mich auf jeden Fall. Morgen wird dann endlich richtig gedreht damit. Ja, deswegen muss ich das jetzt Ganze noch fertig machen. Es ist schon relativ spät, aber das werde ich, denke ich, mal noch schaffen. Es muss ja sein, ansonsten kann ich morgen dann das Ganze nicht aufnehmen. Aber gut, das ist auch alles erstmal für heute. Ich denke mal, das werde ich jetzt noch machen. Und dann plane ich später auch noch das Video zu all meinen Lego Jurassic World Minifiguren zu machen. Das war auch ein Video, was mir quasi von einem Fan vorgeschlagen wurde. Vielen Dank an der Stelle nochmal, das werde ich auf jeden Fall tun. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen, wenn der Vlog rauskommt. Ich denke mal, relativ wahrscheinlich ist das. Aber falls nicht, dann freut euch drauf. Und ja, damit würde ich sagen, baue ich jetzt weiter und wir sehen uns morgen wieder. Freunde, ich bin gerade fertig geworden, das Video zu all meinen Jurassic World Minifiguren abzuschließen. Hier stehen die dann drüben und hier stehen dann die Boxen bzw. noch meine original verpackten Minifiguren. Ihr werdet ja dann alles schon gesehen haben, das Video ist ja hoffentlich schon rausgekommen. Ich denke mal sehr wahrscheinlich schon. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall mal sehr interessant, mal so einen kleinen Einblick in all meine Jurassic World Minifiguren zu machen. Es sind nicht allzu viele, aber trotzdem finde ich das immer ganz cool. Ja, und jetzt muss ich erstmal wieder die Zeitungen hier wegräumen und auch die Boxen wieder da oben in die Ecke packen. Die musste ich jetzt gerade auf die Schnelle rauskramen und habe ein bisschen Unordnung gemacht. Das muss ich jetzt wieder wegräumen. Und dann, ja, das Jurassic World Gehege ist soweit fertig. Da werde ich ja auch jetzt bald, beziehungsweise später eigentlich sogar schon, das Video aufnehmen müssen, weil wir fahren dann zu der Location und ich nehme das Ganze dann schön auf. Ich hoffe, es wird gut. Das Wetter sieht eigentlich ganz entspannt aus. Ich hoffe, es bleibt so. Es bleibt ein bisschen sonnig, damit es nicht zu dunkel wird, das ganze Video. Ich gucke einfach mal. Ich zeige es euch später dann, wie ich das Ganze mache. Seid gespannt. Bis nachher. Freunde, es ist soweit. Ich habe gerade das Mock ins Auto geladen und wir sind jetzt hier an der Special Location und zwar, tada, wir sind im Wald. Es ist wunderschön hier und hier ist, glaube ich, der perfekte Platz, um jetzt das Video für meinen Mock zu drehen. Ich hoffe echt, dass es hier nicht zu laut ist, weil man hört in der Ferne die Autos von der Autobahn. Ich hoffe, das geht auf jeden Fall. Ich werde es jetzt auf jeden Fall versuchen und wenn es gar nicht geht, dann müssen wir das Ganze sein lassen, aber ich hoffe mal, ich werde jetzt auf jeden Fall gleich aufnehmen alles und tolle Bilder machen. Aber ihr seht schon, es ist relativ viel beim Transport ein bisschen kaputt gegangen und das fixe ich jetzt noch ganz schnell und dann geht es los. Ich freue mich unglaublich. Auf den Moment habe ich so lange gewartet und ja, ich meine, es sieht wunderschön hier aus, Leute. Was soll man sagen? Einfach nur unglaublich. Und die Beleuchtung ist auch ganz, ganz toll. Ich meine, man kann alles wunderbar schön erkennen. Und ach, ich freue mich. Ich freue mich und ja, jetzt steht ein bisschen Arbeit vor mir. Ich werde das jetzt alles machen. Und ich melde mich dann wieder, wenn es irgendwas Spannendes zu erzählen gibt. Oder wenn ich fertig bin mit den Aufnahmen. Freunde, ich bin hier mal so ganz gemütlich im Wald spazieren. Und auf einmal, was sehe ich da? Einen Dominus Rex Gehege? Was macht das hier? Ja, es ist richtig, Freunde. Heute ist der Tag gekommen. Das Mock ist fertig. So, Freunde. Also, ich bin jetzt fertig erstmal mit Filmen und all sowas. Ich muss sagen, ich habe leider nicht so wirklich gut geschafft, hier so ein richtiges, perfektes Review, sagen wir mal, zu machen. Da es ja einfach ständig super laut ist und ich auch nicht wirklich genau wusste, was ich sagen sollte. Also habe ich mich erstmal darauf konzentriert, hauptsächlich viele Fotos zu machen, viele Bilder zu machen, ein paar coole Aufnahmen zu machen. Ich werde jetzt gleich warten. Es ist schon definitiv viel, viel dunkler geworden, als es vorhin war.
Und wenn es noch ein bisschen dunkler ist, dann werde ich auf jeden Fall hier die Lichter nochmal wunderbar einschalten. Es sieht ja jetzt schon richtig, richtig cool aus. Also ihr werdet dann vermutlich erstmal nur ganz normal quasi so einen Überblick über das Mock gesehen haben. Quasi so eine Fotoshow mit coolen Aufnahmen. Wenn ihr wollt, kommt dann nochmal ein detailliertes Video zum Mock, wo ich quasi auf alle Details eingehe. Aber wie gesagt, nur wenn ihr das wollt, ich werde euch da dann in die Kommentare fragen. Ist ein bisschen verwirrend jetzt alles mit dieser Zeitgeschichte, weil für euch ist das alles in der Vergangenheit. Für mich passiert das erst und naja, ich werde mal gucken, wie ich das handhaben werde. Ich werde auf jeden Fall informieren, ob ich dann nochmal ein Video mache darüber oder nicht. Im Moment weiß ich es gerade noch nicht. Auf jeden Fall wird ein cooles Video kommen mit ganz vielen, ganz tollen Aufnahmen. Freut euch auf jeden Fall darauf. Oder beziehungsweise, ihr habt es ja schon gesehen. Ihr seht schon, ich bin verwirrt, also lasse ich das lieber. So Freunde, es ist jetzt gerade Mittwochabend und ich habe gestern nicht noch weiter gefilmt. Ich glaube zumindest, dass ich nicht mehr gefilmt habe. Das Mock steht jetzt wieder hier ganz entspannt. Es sind ein paar Sachen beim Transport kaputt gegangen. Die werde ich aber definitiv noch fixen. Das Video ist auch schon gerade eben online gegangen. Ihr feiert es auf jeden Fall. Ich meine hier über 100 Aufrufe in einer Stunde. Mega genial. Also vielen, vielen Dank für den heftigen Support. Ich hoffe wirklich, euch gefällt die ganze Sache. Und ja, es wird jetzt auf jeden Fall noch ein Video kommen mit Kommentar. Das werde ich dann hier irgendwie drehen. Dafür gehe ich jetzt nicht nochmal raus. Freut euch darauf auf jeden Fall, weil ich werde dann auf jeden Fall den Innenraum hier nochmal zeigen. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich das im Video, wo ich jetzt die ganzen Fotos reingeklatscht habe, das nicht mehr gezeigt habe, was da drin ist. Und das ist wirklich noch sehr, sehr cool. Also freut euch darauf. Vielleicht kam das Video jetzt auch schon mit Kommentar, bevor dieser Vlog hier online geht. Dann habt ihr es ja schon gesehen und dann habt ihr es quasi schon genossen. Aber wenn nicht, dann kommt es erst und freut euch auf jeden Fall drauf. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich glaube ich für heute auch erstmal nicht mehr viel. Ich werde noch ein Video vorbereiten, was dann vielleicht morgen online geht. Mal gucken, ob ich das alles so fertig bekomme. Und damit sage ich, wir sehen uns später und bis dann. So Freunde, es ist jetzt Freitagabend, beziehungsweise Freitagnacht. Wir haben gerade schon Doctor Strange geguckt, ein Freund ist gerade bei mir. Und jetzt gucken wir uns gleich noch Avengers Infinity War an. Ich habe den jetzt auch, glaube ich, schon 20 Mal geguckt. Aber es ist ein ultra geiler Film und ich freue mich auf jeden Fall, den nochmal zu sehen. Und ja, ich habe, glaube ich, gestern gar nichts mehr gefilmt für den Vlog, wenn ich richtig liege. Aber morgen werde ich auf jeden Fall nochmal euch ein bisschen updaten, wie es gerade aussieht im Studio. Und ja, wie das gerade mit dem Mock aussieht und all sowas. Aber jetzt gucken wir erstmal noch den Film. Und gehen danach schlafen. Ich glaube, wenn der Film vorbei ist, ist es auch schon 4 Uhr oder so, aber scheiß drauf. So Freunde, ich habe gerade das Video zu meinen Lego Jurassic World Minifiguren fertig geschnitten. Das habe ich auch schon hochgeladen hier mit Thumbnail, habe ich auch schon erstellt. Alles drum und dran, hier seht ihr das schon. Das wird dann morgen online kommen, seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, es ist jetzt gerade Samstagabend und ich werde es halt nicht morgen hochladen, weil morgen halt der Vlog kommt. Den muss ich dann auch noch morgen zusammenschneiden und dann hochladen, aber das wird dann definitiv Montag, also für euch morgen kommen. Und was ich gerade noch gesehen habe, und zwar hier von Promorubrix, gab hier so einen Bericht, so einen Beitrag, und zwar über die neue Lego-Zeitung, über das neue Lego-Magazin. Und zwar bekommen wir hier Imperator Palpatine und ich bin super geflasht, also es ist ja so eine geile Minifigur. Ich meine, der Bespin Luke war ja schon eine extrem krasse Minifigur, aber der Imperator ist ja auch nochmal mega heftig. Und ich würde sagen, da machen wir uns morgen einfach mal ein bisschen auf die Suche nach ein paar Lego-Zeitungen. Also morgen ist zwar Sonntag und da können wir jetzt nicht in viele Läden, aber ich werde mal vielleicht ein paar Tankstellen abklappern. Vielleicht finde ich ja auf jeden Fall eine Zeitung. Bis jetzt hatte ich eigentlich immer ganz Glück. Ich guck einfach mal. Wenn ich muss ja halt bis Montag warten und hol mir die Zeitung dann, aber ich plane auf jeden Fall mir dreimal mindestens die Zeitung zu holen, weil Imperator Palpatine ist halt einfach cool. Und sorry, dass die Bildqualität jetzt hier gerade ein bisschen schlecht ist. Das liegt halt einfach an der Belichtung hier in meinem Zimmer, die ist halt grauenhaft. Aber was ich auch gerade gesehen habe, guck mal, wer das hier zusammengebaut hat. Halleluja, dem steht ganz schön viel Stress bevor. Ah ja, Mist. Aber gut, ja, das wollte ich euch eigentlich nur mal kurz sagen und auch gleich empfehlen. Holt euch die Zeitung, sie ist super, Imperator Palpatine. Hat man, glaube ich, bis jetzt noch nie so günstig bekommen. Genauso wie mit dem Bespin Luke. Wunderbare Zeitung werde ich mir auch holen. Und ja, ich würde sagen, ich mache heute erstmal nichts mehr, aber wir sehen uns morgen. Ja, bis denn. So Freunde, ich bin jetzt mal seit Urzeiten wieder auf dem Fahrrad unterwegs. Es ist jetzt ein bisschen laut, denke ich mal. Ich hoffe, ihr versteht mich. Sorry für die schlechte Tonqualität. Ich nehme das hier gerade mit dem Handy auf. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zur Tankstelle, um mal zu gucken,
ob ich vielleicht die neuen Lego-Magazine bekomme. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich werde vermutlich mehrere Stellen anfahren müssen. Es ist jetzt Sonntag, das ist ein bisschen blöd. Das heißt, ich kann jetzt nicht in den Laden oder so gehen. Aber ja, wir gucken einfach mal. Und vielleicht habe ich ja Glück und finde was. Ich melde mich wieder, wenn ich irgendwas gefunden habe. Ich denke, ich muss jetzt erstmal ein bisschen rumfahren. Bis später. Freunde, ich bin wieder zurück zu Hause und lasst uns jetzt einfach mal kurz die Ausbeute angucken. Ich habe was gekauft, sagen wir es mal so. Und ja, ich zeige es euch einfach mal kurz. Und zwar, ja, es ist nicht die Star Wars Zeitung bzw. Star Wars Magazin. Ich habe es nicht bekommen. Ich war jetzt bei 3 verschiedenen Tanken und die hatten das überall nicht. Und ja, jetzt habe ich aber trotzdem mir noch eine Zeitung geholt. Und zwar hier die neue Jurassic World Zeitung. Die habe ich zwar schon mal, aber die ist einfach so genial. Die wollte ich mir noch ein zweites Mal holen. Die kostet zwar 5 Euro, wie ich gemerkt habe, leider. Aber sie ist trotzdem unglaublich fantastisch. Aber die Star Wars Zeitung habe ich nicht vergessen. Ich werde morgen dann vermutlich nochmal losgehen, wenn die Geschäfte wieder aufhaben. Zu Edeka oder so. Da werden sie bestimmt die Zeitung haben, da haben sie meistens die neuen Zeitungen relativ frühzeitig, und wenn nicht, werde ich nochmal woanders hinfahren. Ich werde die auf jeden Fall bekommen, weil ich will damit auf jeden Fall auch ein Video machen. Ja, aber jetzt habe ich sie erstmal nicht bekommen und ich zeige euch dann im nächsten Vlog, wie ich dann versuche, an die Zeitung zu kommen. Jetzt ist der Vlog quasi vorbei. Es ist Sonntag, ich muss mich jetzt ranmachen, den Vlog unbedingt noch zu schneiden, weil ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit und ich will auch nicht, dass der zu spät rauskommt. Ihr wisst schon, all so ein Scheiß halt. Und ja, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Der Vlog diese Woche ist ein bisschen länger geworden, glaube ich. Aber es waren ein paar sehr interessante Sachen dabei, so wie mit dem Mock zum Beispiel, wo auch übrigens das Video noch kommt. Und ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr Vlogs, wenn ihr mehr zum Thema Lego sehen wollt, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und damit wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und sage ciao.